Archimede Outdoor. Eine Uhr, die sich wahnsinnig bequem trägt, von der ich viele verschiedene Modelle habe und auch vorher schon hatte, über die ich aber in einem Versuch, eine Woche am Arm Video zu machen, nicht viel sagen konnte. Warum? Bleib einfach dran, ich erzähle es dir in diesem Video. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute zeige ich dir meine drei Modelle der Archimede Outdoor, die noch in meiner Sammlung sind. Ich hatte auch schon andere Modelle, die ich wieder verkauft habe, zum Teil um andere Uhren zu finanzieren, zum Teil auch, weil ich mich vielleicht satt dran gesehen hatte. Auf jeden Fall, das, was du jetzt hier siehst, das sind meine drei aktuellen Modelle der Archimede Outdoor. Hier haben wir die Archimede Outdoor 39 Protect mit dem weißen, nicht nachtleuchtenden Ziffernblatt und dem hellorangefarbenen Sekundenzeiger. Die Outdoor 41 antimagnetisch mit dem blauen Sekundenzeiger und die kürzlich erst auf den Markt gekommene Schwarzwald DLC als Sondermodell zum 20-jährigen Jubiläum von Archimede, was auch nicht nachproduziert wird, das heißt nur solange der Vorrat reicht. Von Archimede gibt es unterschiedlichste Modelle und unterschiedlichste Varianten, die ich euch jetzt gerne einmal zeige. Dafür gehe ich auf die Webseite von Archimede. Ihr seht hier Outdoor 41 Chrono, antimagnetisch Titan und die 39 Protect. Ich muss ganz ehrlich gestehen, der Chrono hat es mir schon richtig angetan. Ich finde ihn super, vor allen Dingen, weil er als Chrono auch nur 13,8 mm hoch ist bei 41 mm Durchmesser. Hat auch die Laserwahl der Goldenen Unruhe 2021 gewonnen. Ich finde ihn richtig klasse und steht schon länger auf meiner heimlichen Wunschliste. Aber es ist natürlich auch ein Preis dieser Uhr mit 1680 Euro am Stahlband beziehungsweise 1560 Euro am Lederband und dann nochmal 140 Euro extra fürs gehärtete Stahlband. Das ist richtig viel. Für ein Seliter SW500 oder ein 7750 nicht so viel, aber trotzdem viel Geld. Die antimagnetisch, die ich auch selber habe, ich zeige sie euch gleich nochmal, die ist auch 41 mm groß, damit auch für etwas größere Arme durchaus gut tragbar, hat einen Magnetfeldschutz, ein gehärtetes Gehäuse, das Stahlband ist klasse und liegt mit 1060 bis 1180 Euro auch preislich in einem durchaus nicht unattraktiven Rahmen, wie ich finde. Sie ist schlicht gehalten. Der blaue Sekundenzeiger gibt einen kleinen, dezenten Farbakzent bei der Outdoor Antimagnetisch Titan, die wir hier sehen, haben wir ein ganz ähnliches Erscheinungsbild, ähnliche Funktion, allerdings preislich sind wir doch etwas nördlich von der Stahlversion mit 1320 bzw. 1160 Euro, dafür aber auch ein wesentlich angenehmeres Tragegefühl. Der Clou dieser Serie ist die 39 mm Variante mit ihren vielen verschiedenen Farbmöglichkeiten. Oben seht ihr die weiße mit dem orangenen Sekundenzeiger, die ich selber habe. Dann kommt die Schwarzwald in Olivgrün, dann kommt die Sahara mit dem sandfarbenen, die normale schwarze mit weißen und roten Sekundenzeiger. Es gibt die Varianten in Blau und in Rot und ganz unten die weiße auch als Leuchtkeks mit komplett leuchtendem Ziffernblatt. Also die Outdoor-Serie ist schon wahnsinnig vielfältig, wie ihr sehen könnt. Da fällt es vielleicht schwer, sich auf ein Modell wirklich einzuschießen. Bei der 39er, wenn man die kleineren Uhren tragen kann, da kommt natürlich die Farbauswahl dazu und das macht die Uhren dann richtig attraktiv und auch schwer zu entscheiden.
Ich habe jetzt hier zwei 39er nebeneinander. Dann kann man auch sehen, wie unterschiedlich die Uhren wirken. Einmal mit dem weißen Blatt, einmal mit dem Schwarzwaldfarbenen, also dem grünen Ziffernblatt und dem schwarzen Gehäuse. Beides richtig klasse. Und wenn wir die Stahlgehäuse nebeneinander halten, kann man auch sehen, dass die 41 doch größer ist. Ich packe sie bald mal an den Arm, dann wird es noch deutlicher und danach sage ich, warum ich die Uhren relativ selten trage, obwohl ich sie ziemlich genial finde. Hier haben wir jetzt die 39 mm Variante am Arm. Passt sehr gut, wirklich angenehm zu tragen. Und selten habe ich es, dass ein Modell in unterschiedlichen Größen sich nahezu identisch angenehm trägt. Hier haben wir jetzt das 41er Modell. Auch das passt gut an meinen Arm und trägt sich sehr angenehm. Wo sehe ich die Uhr? Was ist mein angedachter Einsatzzweck? Und warum trage ich sie nicht so oft, wie sie es vielleicht verdient hätte? Der Einsatzzweck für mich ist tatsächlich genau das, was der Name sagt, Outdoor. Die Uhr ist, und zwar egal in welcher Farbgestaltung, in welcher Größe, unglaublich angenehm am Arm. Durch das Gehäuse, was sich hier abflacht, durch die runden Flanken, durch die geringe Bauhöhe, durch den Kronenschutz, der sich organisch aus dem Gehäuse herauswächst, die nicht zu scharfe und trotzdem sehr griffige Krone, ist das eine Uhr, die einfach unglaublich angenehm auf dem Arm liegt. Bei der kleinen Variante ist der Boden noch leicht abgerundet, sodass auch das ein wirklich extrem angenehmes, nicht klebriges, auch wenn man schwitzt, nicht klebriges Tragegefühl vermittelt. Bei der 41 mm Variante ist der Boden etwas glatter, etwas gerader. Wenn man schwitzt, kann man das hier schon merken, dass da ein bisschen Reibung entsteht und die Uhr vielleicht etwas mehr auf dem Arm klebt, aber auch nicht so, dass ich das unangenehm empfinden würde. Auch hier haben wir den weich aus dem Gehäuse herauswachsenden Kronenschutz, die gut eingebettete, trotzdem sehr griffige Krone, das weiche Gehäuse mit keiner einzigen scharfen Kante dran und bei der Schwarzwald DLC setzt sich das 1:1 so fort. Das heißt, das sind für mich Uhren, die sind prädestiniert dafür, wenn man rausgeht, wenn man eventuell wandern möchte, wenn man öfter mal den Arm unter dem Rucksackträger durchquetschen muss, Jacke an, Jacke aus, zu warm, zu kalt. Überall da, wo man sonst eventuell hängen bleiben könnte, passiert das mit dieser Uhr auf keinen Fall. Wenn es in den Wald geht, vielleicht sogar ein bisschen querfeldein, mal durch einen Busch, unter einem Baum durch, durch eine Hecke, mit der Uhr bleibt man garantiert nirgendwo hängen. Genau das ist für mich der Charakter der Outdoor. Dafür ist sie gemacht mit dem gehärteten Gehäuse, mit dem Saphirglas, der nicht zu hohen Größe. Sie steht nicht besonders hoch auf. Sie trägt sich angenehm, verhakt sich nicht in der Kleidung. Dafür ist sie gemacht. So angenehm sie sich trägt, so weich sie ist, trotzdem schafft sie es relativ selten an meinen Armen. Am meisten im Augenblick tatsächlich noch diese Variante, weil das weiße Ziffernblatt für mich etwas aufregender, interessanter ist, insbesondere mit dem zweifarbigen Silikonband. Ich glaube, das ist von Barton. Ich verlinke euch das auch unter dem Video als Amazon-Link. Ja, ist ein Bartonband. Kann es, glaube ich, gerade nicht sehen. Schwarz auf Schwarz ist schlecht zu sehen. Ist ein Bartonband, finde ich klasse, passt super zu der Uhr. Finde ich ein bisschen außergewöhnlich aufregend, wohingegen ich diese hier extrem zurückhaltend finde. Super ablesbar, auch nachts super ablesbar, aber wenig, was mich
von der Optik her über mehrere Tage fesselt. An dieser Uhr fesselt mich die Funktion und genauso kommt sie auch an den Arm. Wenn ich mal alleine auf Tour gehe, ein Wochenende irgendwo hin, nur mit Rucksack und ich weiß, dass ich vielleicht mit der Bahn fahre, öfter mal umsteige, Rucksack an, Rucksack aus, durch die Träger durch, dann kommt eine dieser Uhren an den Arm, weil ich genau weiß, damit bleibe ich nicht hängen. Ähnliches gilt für diese Uhr. Wie sich die vom Tragen her entwickelt, das kann ich noch nicht 100% sagen, weil habe ich noch nicht so lange. Die ist gerade erst rausgekommen. Bei der könnte ich mir vorstellen, dass sie öfter in den Arm kommt, weil schwarz-grün mit der entsprechenden Leuchtmasse und dem etwas scheinenden Band, die ist schon sehr interessant vom Gucken. Ich finde sie zumindest vom Design her interessanter als die etwas größere, beinahe gleichauf mit der weißen in Orange. Also die beiden müssen es noch untereinander ausfechten, welche von denen die meiste Tragezeit bekommen. So, jetzt habe ich euch was über die Uhren erzählt und jetzt noch eine Sache in eigener Sache. Über zwei Drittel von allen, die meine Videos gucken, haben nicht abonniert. Das ist für mich sehr schade, aber damit kann ich leben, weil wenn ihr abonniert, unterstützt ihr meinen Kanal, aber das muss natürlich nicht sein, aber es ist für euch schade, weil jeder, der meinen Kanal abonniert, der bekommt regelmäßig dann auch einen Hinweis, wenn ein neues Video kommt und dann verpasst ihr nichts. Ich habe schon Verlosungen gemacht, ich habe schon zwei Uhren verlost. Ich bringe regelmäßig neue Sachen, die ihr so oder nicht in dieser Art und Weise auf YouTube bisher gesehen habt. Zum Beispiel meine Uhrengeschichten, was ganz gut ankommt. Insofern überlegt doch mal, ob ihr nicht ein Abo da lasst, die Glocke anmacht. Dann fällt es euch leichter, meine Videos zu verfolgen und mir fällt es leichter, neue Firmen zu erschließen und euch neue Uhren zu zeigen, die vielleicht genauso interessant sind wie die, die ihr noch nicht kennt, aber den Horizont etwas erweitern. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, erfreut euch an meinen Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.